Moin Ladies, willkommen zurück bei Let's Play Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 Remastered. Ich hab's geschafft, ich hab das Alien freigeschaltet, das Roswell Alien, nicht ganz ohne Hilfe. Ich hab in Downtown das Alien einfach nicht finden können. Also ich hab mich wirklich dumm und dämlich gesucht und es ist auch wirklich so fies versteckt. Das hätte ich tatsächlich niemals gefunden. Also ich will es auch nicht verraten, falls jemand noch auf der Suche ist und das auch ohne Hilfe finden möchte, werde ich nicht sagen, wo es ist, aber es ist, boah, schwierig versteckt. Also wirklich fast schon fies. Wir haben keine Strecken mehr gehabt, die wir noch nicht kennen, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Aber es gibt einen großen Fundus an selbst erstellten Strecken. Unter anderem hier den Waterfall, den habe ich mir schon mal angeschaut, der war ganz okay. Um euch das Alien mal zu zeigen, ist das, glaube ich, genau das Richtige. Das Level an sich hat tatsächlich alles, was das Skaterherz begehrt. Man kann unendlich lange Grinds machen, wie ihr seht. Das Alien an sich macht lustige Geräusche, hat lustige Tricks wie diesen Tele-Kick-Flipsis. Ich mach den mal normal, der war nicht ganz zu sehen, glaube ich. Ja, das war nix. Aber er zieht den immer wieder nach links, irgendwie so komischerweise. Nochmal. Achso, Special ist nicht voll. Warum zieht es den immer nach links? Das ist ja komisch. Naja, wir machen mal schon das Special voll. Blub, blub, blub. Ich glaube, jetzt kommt man es ein bisschen besser sehen, auch wenn ich jetzt nicht gelandet habe. Ja, hier ist die zweite Ebene dieser Strecke. Also, es gibt wirklich unendlich viele Strecken, die man sich aussuchen kann. Und natürlich kann man auch wieder seine eigene bauen, aber da bin ich jetzt auch nicht gerade der Kreativste. So, das Alien hat, voilà, keinen Special Grind, aber einen Special Lip Trick hat er. Voilà. Okay, gehen wir erstmal auf die nächste Ebene. Wo machen wir jetzt den Lip-Trick hier? Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ein bisschen an dieser Riesen-Bowl hier. War das nicht so mit dem Lip-Trick? Das war doch so. Ja, da ist er. Der beamt mich rauf. Und dann hat er noch den Warp-Geschwindigkeit. Den finde ich auch sehr, sehr nett. Das haben sie auch wirklich gut gemacht. Ja, ansonsten gibt es da gar nicht mehr so viel drüber zu erzählen. Die Strecke, wie gesagt, ist wirklich dafür da, unendlich lange Grinds, unendlich lange Kombos zu machen. Aber Gaps gibt's hier, glaube ich, nicht. Wüsste ich zumindest nicht. Ja, ein Manual und Grind hat er nicht, wie gesagt, aber ansonsten spielt er sich sehr, sehr nett. Ja, damit habe ich euch auch das Alien gezeigt. Das soll jetzt damit auch reichen. Ein Video habe ich noch in der Hinterhand. Ich habe es nämlich geschafft und habe auch das Ding freigeschaltet. Das war nicht wirklich leichter. Nicht wirklich leichter als das Alien zu kriegen. Das ist, glaube ich, von den Teilen, die ich kenne, der schwerste Officer Dick. Also, das war wirklich tricky, diese ganzen Challenges da abzuschließen. Ich fahre hier noch ein bisschen umher und erfreue mich des Lebens, bevor wir uns dann gleich zum letzten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.